Hallo und herzlich willkommen zurück zu Catherine Fullbody. Im letzten Part haben wir die Folter, oder besser gesagt die Cutscenes bis hierher gesehen. Im vorletzten Part haben wir die Folterkammer beendet. So, mal schauen. Erstmal wieder Alkohol trinken. Was macht man sonst in der Bar? Exactly sound like a recipe for success. Another Catherine. What the hell is that name cursed? Na, vielleicht ist der Name ja wirklich verflucht. So. Ich meine, es bleibt sich ja eigentlich egal, was man hier trinkt. Beziehungsweise man sollte eigentlich jedes Mal in der Bar jedes Getränk einmal trinken für die Erfolge. Damit man da die ganzen Sachen weiß. Also. Zumindest heißt die Erfolge so. I'll take a beer. Beer. Okay, I'll be right back. Sorry to keep you waiting. You want to know the latest info about the curse? No. Your news is grade A 100% bullshit. Oh, like you've been finding out anything useful. Ja, wir werden schon noch nützliche Informationen herausfinden. They want. Been with Catherine so long that it's probably time. Congrats on having a kid. Let's do something to celebrate. It's not for sure yet. She said she wouldn't tell you unless she was really sure. You're gonna do the right thing, right? Ja, verdammt, jetzt habe ich schon mal eine Gesprächsoption ausgewählt. Und wir müssen das untere wählen wieder. And ask about how they got married? Go back home and drink some chocolate milk, kid. Come on, why you gotta go there? So, erstmal austrinken. If she's pregnant, that really means marriage, huh? Tea already? And what would you like? Nee, genug. No thanks. So, stehen wir mal auf und reden mit Lindsay und Martha. Would you like to speak to Lindsay? Would you like to speak to Martha? When you have a lot of things to do, do you write them down on a piece of paper? When you have lots of things to do, do you just remember them? So, und wir erinnern uns natürlich an alles, wir schreiben uns nichts auf. One? I don't think Mr. Morgan would say that. 20 years ago, Mr. Morgan picked up a ball for me at the tennis court. 20 years ago, Mr. Morgan worked in an ice cream shop to pay his tuition. Mr. Morgan likes vanilla ice cream. Mr. Morgan likes pouring maple syrup on vanilla ice cream. Oh. The cheese stretches. It is 5 days until the time of freedom.
What are you talking about? Ja, okay, wir bekommen eine Nachricht. Oh, mal schauen. Ja, von Ridden quasi. Ich weiß jetzt, wie man ein Foto anhängt. Und ich durfte Erikas Kostüm von der Arbeit anprobieren. Wie sehe ich aus? Ich warte heute Abend wieder auf dich. Schönen Tag. Ah, okay, ihr könnt ja auch antworten. Daher die Seite, wo ich nachschaue, schon älter ist, müssen wir jetzt intuitiv antworten. Mal schauen, kommt da noch eine Zeile? Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was ich eingeben müsste. So, ich glaube, das könnte vielleicht passen. Mal schauen. Okay. Hat scheinbar nichts ausgewirkt vom Balken. So. Mit Orlando haben wir schon geredet. Das heißt, wir müssen noch mit Johnny reden. Your life ahead of time's a waste of effort. None of us have the future we thought we would when we were kids. Okay, das ist jetzt. Ich glaube, hier müssen wir das stimmt antworten. Yeah. Ja. Start preaching? Hey, I'm just a stray sheep in the field of life too, you know. Now that's Vincent. Cheating twice? He's really gone astray. I never thought you'd be one to cheat in the first place. I can't believe it myself either. My phone. Gehen wir mal ran. Sollte eigentlich erst später kommen. So, okay, ich hab's gefunden. Und wir müssen das untere antworten. Well, I
can't really tell you that. Huh? What do you mean you can't tell me? Well... Oh, shoot, it's overflowing. Ow! I'll see you later. Later? Wait. Is she okay? Okay, dann müssen wir mit Toby reden. Guess love knows no boundaries these days, huh? People these days, always getting swept up in the heat of the moment. Of course, my heart belongs to Erica and Erica alone. No one asked. So I guess they're taking applications from the general public for these space tours? Oh, 50,000. That's way too much. With my paycheck? Can't even afford a down payment. And boy, do I have a deal for you. I'd rather put all of my savings into lottery tickets than invest in one of your crazy schemes. I think Rin could hit it big if she just sucked a little less. I gotta admit, her style's kind of growing on me. I'm gonna see if the bathroom's open. You know, Chief doesn't talk about his girlfriend, does he? He did say that he didn't plan to marry her, huh? He's so perfect at his job, I just kinda assumed that he was the same way in private. In school, never dated girls that he wasn't fully committed to. All the girls said he was just too defensive. Ask him about it, Toby. Hmm. Aw, come on, that's not fair. Okay. Ist ein bisschen anders. Ah, wir könnten ja mal kurz auf die Toilette gehen und uns den nächsten Boss anzusehen. Stage dann gesehen. Okay, mal schauen, was wir sonst noch machen können. Wieder ein paar neue Sachen gefunden und hier sitzt eine andere Person hier. I heard that dealer died in the mysterious deaths lately. And that's why you're scared too? Okay, dann haben wir hier wieder Justin. Girl playing the piano looks familiar. No, I shouldn't. I'll just make the same mistake. Setzen wir uns doch mal. Sprechen wir noch mit dem Paar. And he was extremely loose with his relationships with women. I heard his funeral got stopped because women were fighting each other. Oh. Well, you can't talk about it like you're unrelated to it.
This lovely couple is Daniel and Anna. Huh? Vince? Vincent Brooks? What? Do I know you? It's me, Daniel. We went to elementary school together. What? You don't remember me? Oh, so you're Vincent. You're different from what I imagined. Don't say that. You see, Vincent, I'm different from back then. I'm not the one tagging along. Now I'm the leader. I'm the heir to a successful business. A business heir, huh? Because of that. Wait, I heard your voice somewhere. Was it yesterday? Okay, das ist jetzt wieder Trophäe bzw. erfolgsbezogen. Mal schauen, ich glaube auch. Maybe I had some premonition of our meeting today. Anyway, I can't believe you don't remember me, man. I'm sorry. Und wir haben eine Mail bekommen. Und schauen von wem. Ja, okay, das ist von Catherine. Bist du noch immer in Stray Sheep? Warst du in letzter Zeit nicht jeden Abend dort? Ich dachte, du hättest dir den Magen verdorben. Warum trinkst du schon wieder? Bitte gib auf dich Acht. Du lebst nicht mehr nur für dich. So. Tut mir leid, ich trinke nicht. Ich tue, was mir gefällt. Du musst mir nicht ständig im Nacken sitzen. Mach dir keine Gedanken, es ist alles okay. Ich mach doch keinen Ärger dort. Tschüss, ich kann auf mich selbst aufpassen. Okay, mach's gut. Ich glaube. Das ist auch wieder verändert. Da muss ich jetzt wieder raten. Aber ich glaube, eine von den zwei oberen Antworten. Ich glaube, die Antwort würde passen. Ja, eindeutig. So, was können wir noch machen? Ich glaube, sonst haben wir eigentlich auch schon fast mit allen gesprochen, bis auf mit Johnny und Orlando noch das zweite Mal. Still, you're a better man than me. Johnny? Better? Or just more appealing to be around? Because he's less of an asshole than you. What? I am not. Ah, so, you're a bigger asshole. Und dann nochmal mit Orlando. Milk goes with everything. You know, I take it back, Toby, my boy. I'm a man, come on. You got a mail. Und wir haben wieder eine Mail bekommen. Catherine, wie läuft's? Bist du noch bei der Arbeit oder schon fertig? So, mal kurz schauen. Ja, ich bin fertig. Ich kann dich nicht sehen, ich hab zu tun. Ich schreib dir später. Ja, immer schön im roten Bereich bleiben.
Verdammt, verdammt, verdammt. Hier ist noch ein neuer Typ reingekommen. You gonna bother a cop on his break? This bar is really fancy now, having hired a piano player and all. You wanna ask me about that incident? I'm not gonna be much help. But it's men around your age who are dying. So be really careful. You don't seem too interested. Eh, no evidence has come up yet, and I'm on another case. Gotcha. I'm Morgan. If I find anything out about this incident, I'll tell you. So don't worry about the strange rumors. Well, I don't really care about the rumors. Okay. Oh. I'm Catherine? Gib mir mal ran. Bisher habe ich noch keine Antwortmöglichkeiten gesehen. Sprechen wir doch nochmal mit dem Boss. Hey Boss, ever lose your memory drinking? Oh, did you? Yeah. I have when I was young. Especially when I was in my 30s. I started to blank out on amounts I used to be able to handle in my 20s. And then I'd wake up lying next to a complete stranger. Ah, so it has happened. I'm in a complete stranger's house. That hasn't happened to me. I'm at the police station, stark naked, right? No. The nakedness of woman is the work of God. To misappropriate the musings of a certain someone. In front of God's work of art, it's only natural that your faculties are preoccupied. Well, just don't worry about it. Guess I won't. Mal schauen. Sprechen wir noch mal mit Morgan. Don't get too drunk, okay? Okay, der hat nichts mehr wirklich zu sagen. Sind Todd und Archie wieder da? Oh, hey, it's you. You want to hear about being a real man? Do you know what you've got to have to be a real man? His full potential. That's why a real man shares his love with as many as he can. Flowers of femininity blooming in the shining rays of a man's love. I'm not after women. Then you're after me. Not a chance. Oh, wir haben eine Mail bekommen. Got a mail. Von Catherine. KK, ich verstehe. Schmatz. Oh, ich habe ein Foto gemacht. Hier. Warte wieder in der Bar auf mich. Vielleicht, wer weiß, passiert dann noch
mehr schöne Dinge. Verdammt. Habe ich das wieder? Jetzt können wir wieder antworten. Und Nachricht senden. Wir haben auch schon den Balken fast im kompletten roten Bereich. Wahrscheinlich ist es wieder so ein anzüglicheres Bild, deswegen können wir es nicht in der Öffentlichkeit anschauen. So. Kurz schauen. Ja, eindeutig ein anzüglicheres Bild. Allerdings beende ich den Part dann auch schon wieder hier. Lasst wie immer eine Bewertung da. Ich würde mich darüber freuen. Wir sehen uns in einer neuen Folge von Catherine Full Body. Ciao.